Vielen Dank. Für die Fraktion der Freien Wähler ist Kollege Muttmann bereit. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Auch von meiner Seite, lieber Kollege Stöttner. Also mit dem Werbeblock zu beginnen über Adidas und die Hoga muss jetzt nicht sein, kann man machen. Aber bei einem touristischen Beitrag mit dem Satz zu enden, wir bleiben zu Hause, ist indiskutabel. Es gibt kein Unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das durch ständiges Wiederholen auch guter Zahlen besser geworden ist. Und der Tourismusmarkt ist im privaten wie im öffentlichen Bereich ein hart umkämpfter Markt, national wie international. Und die vielen guten Betriebe in der Branche beweisen, was zu tun ist. Sie verbessern sich, sie verändern sich, sie optimieren sich. Ständig passen ihre Angebote an, was Ausstattung, was Dienstleistung angeht. Und das muss auch der Gradmesser, das muss auch die Richtung sein, wenn wir im Tourismusbereich, wenn wir in der Tourismusbranche darüber nachdenken, welche Chancen der Tourismusstandort Bayern hat. Und wie ich hoffen will, hier insbesondere die Frage klären, was der Freistaat selbst, was wir dazu auch beitragen können. Und dazu muss man sich die Zahlen natürlich anschauen. Der Kollege Stöttner hat aufgabegemäß die besseren in Erinnerung gerufen. Ich will aber nur noch zwei auch ergänzen. Das ist einmal die Auslastung der Gästebetten mit 40,5% über alle Zahlen und insgesamt 84,2 Millionen Übernachtungen. Dazu zwei Gedanken. Der erste, dass nicht alle Betten, die belegt sind, von Touristen belegt werden, sondern dass wir auch ein gutes Stück weit davon profitieren, dass Bayern insgesamt wirtschaftlich stark ist und auch viele Geschäftsreisende eben hier übernachten, um vielerlei Dinge zu tun, sodass das nicht alles dem Tourismusmarkt gutgeschrieben werden kann. Und wenn wir über 40,5% Auslastung insgesamt sprechen, dann wissen wir, dass wir viele Spitzenbetriebe und Unternehmen haben, die bei 80-90% aufwärts an Auslastung liegen. Dann wissen wir aber auch, dass bei 40% Durchschnitt eine ganze Reihe noch deutlich darunter liegen müssen. Von der guten Luft und der schönen Landschaft haben wir lange genug schlecht gelebt, ist ein alter Spruch, der heute witziger als richtig ist. Aber die Richtung weist er nach wie vor, und im Kern ist es auch zutreffend, es genügt eben nicht, Luft und Landschaft, auch wenn sie wunderbar ist in Bayern, anzubieten. Die Entwicklung im Städtetourismus beispielsweise belegen das. Angesichts der Kürze der Zeit will ich nur ein paar unserer Kernforderungen noch einmal zusammenfassen. Und im Wesentlichen geht es um eine weitere Professionalisierung aller Akteure in der Branche. Das gilt im öffentlichen Bereich, das gilt in den Tourismusbüros. Das müssen wir, glaube ich, weiter unterstützen. Da gibt es immer noch eine ganze Reihe an auch kommunalen Beratungsangeboten, die die Begrifflichkeit der Beratung nicht wert sind. Da muss man ran. Das ist vor Ort zu verantworten, aber das eine oder andere Anreizsystem können wir auch hier sicherlich zur Unterstützung beitragen. Und ganz zentral eine Investitions- und Qualifizierungsoffensive für alle Akteure, und da ist die Wirtschaftsförderung unverzichtbar, weitere Investitionsanreize zu geben. Wir haben in der jetzt laufenden Förderperiode in anderen Bereichen weniger Möglichkeiten, Betriebe zu unterstützen. Aber im touristischen Bereich ist das nach wie vor möglich und wichtig. Und da haben wir uns gewünscht und wir halten das auch für erforderlich, dass nicht nur unsere Leitbetriebe große Erfolge haben, sondern dass auch alle anderen Betriebe nachziehen. Und da können wir mit einem verstärkten Investitionsoffensive und Qualifizierungsoffensive einiges noch mehr bewirken als bisher geschehen. Wir haben das auch in der Beratung zum Doppelhaushalt diskutiert, leider da die Unterstützung insbesondere der CSU dafür nicht bekommen. Das Thema Fachkräfteausbildung
ist genannt, das brauche ich hier an dieser Stelle nicht mehr zu wiederholen. Punkt 4, die Sicherung ganzjähriger Tourismus-Saisons gehört nach unserer Überzeugung auch dazu. Dazu gehört nach unserer sicheren Überzeugung auch der Wintertourismus und dazu gehört auch in Bayern der alpine Skilauf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema 7% Mehrwertsteuer einheitlich für die Gastronomie haben wir gestern im Haushaltsausschuss beraten, wäre auch eine Chance gewesen, da dieser Branche behilflich zu sein und sie zu unterstützen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen nicht mitgetragen, gibt aber auch ihrerseits keine alternativen Konzepte, wie die Branche zusätzlich unterstützt werden kann. Und zuletzt noch zwei Aspekte. Wir werben mit 2 Nationalparks und 18 Naturparken, auch ein wichtiger Punkt, um die Vermarktung Bayerns mit seiner Natur weiter zu stärken. Dazu gehört aber dann auch, die Naturparke dauerhaft arbeitsfähig zu erhalten. Und letzter Punkt, Erhalt der Herr Kollege, jetzt haben Sie wirklich die Redezeit auch von Frau Kollegin Feldner erreicht. Ich bitte also, sich wirklich der Wirtshauskultur. Auch das haben wir beantragt und warten immer noch auf ein Konzept. Es gibt viele Ansatzpunkte, den guten bayerischen Tourismus weiter zu stärken. Wir werden dies weiterhin einfordern und darauf achten, dass die bayerische Staatsregierung dies tut. Herzlichen Dank. Dankeschön für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Herr Kollege Leiner, bitte. Bitte schön. Sehr geehrte Frau